Peace Leute, grüß euch, willkommen auf Maximized, ich bin Maxim, manche kennen mich, manche auch nicht, aber ihr werdet mich auf jeden Fall kennenlernen in der Zukunft. So, erstmal wird es darum gehen, in den nächsten Videos um meine Wettkampfvorbereitung, um meine Wettkampfdiät, wie das alles aussehen kann und alles drum und dran. Auf jeden Fall vergleicht es nicht zu sehr mit einer normalen Diät für den Sommer, wo man nur ein bisschen abspecken möchte. Ich möchte nicht nur, dass man ein bisschen den Sixpack sieht, sondern dass mein Sixpack in euer Face fliegt. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich gebe nicht 100%, nicht 110%, nicht 120%, sondern meine ganzen 217%. Ja, ich gebe auf jeden Fall alles und das ist wirklich dieser Maximized Level, was man so rausholen kann. Und auf jeden Fall trete ich auf der IGNBF an. Die findet am 27. Mai statt. Es sind nur noch 9 Tage und da habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht alles abfilmen und den Leuten ein paar Einblicke gewähren und zeigen, wie sowas überhaupt funktioniert, wie man mit so wenig Körperfett rumlaufen kann, wie so eine Ernährung aussieht, wie das Training aussieht, wie das Leben zu dem Zeitpunkt aussieht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall so werde ich diese 9 Tage versuchen, jeden Tag ein Video abzufilmen und euch wirklich auf dem Laufenden halten. Es wird so sein, heute ist Donnerstag, es ist 12 Uhr, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden, nicht wundern, ich hatte Nachtschicht. Ich habe nur 5,5 Stunden gepennt. Das heißt nichts Gutes, optimaler Schlaf ist 7 bis 8 Stunden, ich weiß, nehmt euch da kein Beispiel dran. Ihr sollt auf jeden Fall 7 bis 8 Stunden schlafen, auch wegen der Regeneration und so weiter, ist es sehr wichtig. Aber ich bin aufgestanden, habe mich ausgeschlafen gefühlt und da dachte ich, warum soll ich auf dem Bett dumm rumliegen. Ja, und auf jeden Fall wird es so sein, dass, also heute Donnerstag, ich filme das Video jetzt ab und lade es dann am Freitag hoch, also immer einen Tag später. Weil, ja, anders geht's nicht. Ich muss ja die Videos schneiden und dann hochladen. Das dauert ja alles ein bisschen. Ich arbeite nebenbei Vollzeit. Mache ja gerade sehr viel Sport für den Wettkampf. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Das Essen natürlich auch. Und deswegen werde ich wirklich mein Bestes geben für die Videos, um euch zu zeigen, wie das Ganze so aussehen kann. Aber ich will nicht viel reden, bei mir heißt es nicht viel reden, in Action treten. Yo Leute, fokussier mal. Auf jeden Fall starten wir mit einem Formcheck. Weil ich habe gerade gesehen, als ich auf dem Stuhl saß, sah es so aus, als ob ich noch voll viel Fett dran habe. Aber es ist nur Haut. Hier. Yeah. Die ist richtig elastisch geworden. Ach, übrigens, meine Ausgangsform könnt ihr auf dem YouTube-Channel Legendary Army Official sehen. Oder auf dem YouTube-Channel von meinem Trainer Aldin Alijagic. Der beste Trainer. So, hier ist scheiß Licht, aber egal. Damit werde ich euch auch zeigen, was so Licht ausmachen kann und oder zum Beispiel Licht plus Pump. Das macht sehr viel aus. So, auf jeden Fall bei der letzten Messung haben wir die 7-Punkt-Messung mit dem Kaliper benutzt und da kam raus 5,6% Körperfett. Das ist jetzt nicht der übertrieben genaue Wert, aber es ist ein Wert, mit dem man arbeiten kann. Weil wir messen mein Fett jede Woche Samstag bei dem Formcheck. Und ja, wir brauchen halt Zahlen, womit man arbeiten kann. Und das hat die Messung auf jeden Fall gesagt. Am Anfang waren es 10%, wenn ich mich nicht irre. Also 9 oder 10% und jetzt sind es 5. Und ja, ich starte mit einem HIIT-Training. Auf dem leeren Magen, nicht ganz auf dem leeren Magen, ich trinke erstmal ein Glas Wasser
Ich trinke jeden Morgen ein Glas Wasser. Es ist sehr wichtig für eure Körperzellen, für euren ganzen Körper und euren Geist, weil euer Körper dehydriert über Nacht und deswegen solltet ihr mindestens ein 250 Milliliter Glas Wasser am Morgen trinken, direkt am Morgen nach dem Aufstehen. Ihr könnt sogar am Abend davor ein Glas auf euren Nachttisch oder euren Tisch stellen und nachts trinken, wenn ihr mal aufsteht, oder direkt am Morgen halt austrinken. So, gehen wir mal in die Küche. So, ich trinke mal. Ich habe schon ein Glas Wasser getrunken, aber ein zweites schadet auf keinen Fall. Dauert nicht mal eine Minute. Und ja, ich trinke gleich noch was, aber ich werde euch wirklich alles verraten, außer diesen Trick. Es ist ein kleiner Trick oder ein kleiner Tipp. Ich werde diesen erst am Ende der Diät bekannt geben, das heißt kurz vor dem Wettkampf, ein, zwei Tage vor dem Wettkampf oder am Wettkampftag. Da werde ich euch verraten, was ich trinke. Seid gespannt. Das kann man auch für eine normale Diät benutzen, aber ich will das jetzt nicht preisgeben. Und ja, auf jeden Fall, ich trinke das erstmal und dann HIT angesagt. Jo Leute, so eine kleine Info nochmal, bevor ich hier mein HIT-Training absolviere. Jeder, der ein paar Videos von mir und meinen Jungs sehen möchte, gibt es einen Channel, den verlinke ich euch in der Beschreibung. Legendary Army Official. Hier, Legendary Army T-Shirt gibt es bald zu kaufen. Und unter anderem gibt es da eine Serie Legends in Progress. Da geht es auch um den Wettkampf von mir und Marco. Marco ist ein Kumpel von mir, er tritt auch an. Betreut werden wir beide von demselben Trainer, Aldin Ali Jagic. Und da könnt ihr sehen, wie wir die Diät gestartet haben, wie wir das Posing üben, wie wir besser werden, wie wir am Anfang ein bisschen mehr auf den Hüften hatten. Und ja, da könnt ihr also vieles sehen. Aber hier auf meinem Channel werdet ihr auf dem aktuellsten Stand von mir und mehr persönlichen Sachen sein. Ja, auf jeden Fall checkt den Channel ab und da gibt es viele Sachen, die wir schon abgefilmt haben. Und da gibt es auch das ganze Training von mir, was ich vor einem Monat hatte, also mein ganzer Trainingsplan im Videoformat, im Motivationsvideoformat ist da zu sehen. Gibt es euch, ist auf jeden Fall gut gelungen, meiner Meinung nach. Und jo, jetzt gehen wir los. Jo, Peace Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Hier ist so ein kleiner Sportplatz, ein Fußballplatz und hier eine Tatanbahn, wo ich mein HIT-Training absolvieren werde. Mann, diese Flugzeuge hier, die nerven. Auf jeden Fall werde ich mein HIT-Training absolvieren. Ich hoffe, man hört das alles. HIT-Training heißt, ich werde, also das Ganze dauert 12 Minuten lang. Ich werde 30 Sekunden lang ganz normal so joggen, so ja, ganz normal halt. Und dann 15 Sekunden lang sprinten. Dann 30 Sekunden wieder normal joggen, dann 15 Sekunden sprinten. Immer wieder so, dass der Puls immer hoch und runter geht. Das, ja Mann, das tut der Fettverbrennung gut. Jo Leute, ich bin fertig mit dem HIT-Training. Ich fand es diesmal viel anstrengender als die letzten Male. Vielleicht liegt es auch am Wetter oder, also man muss auch bedenken, ich hatte gestern eine Cardio-Session, die ging eine Stunde lang, 10 Kilometer. Ich bin gestern hatte ich ein Beintraining, also bei mir ist Training nonstop, jeden Tag. Jetzt gehe ich nach Hause, frühstücken, 15 Uhr oder so. Ja, Mann, macht's gut, bis gleich. Yo Leute, ich bin wieder am gleichen Platz angelangt. Ja, jetzt frühstücke ich erstmal, 15 Uhr ist es. Wie gesagt, ich hatte Nachtschicht, aber trotzdem ist es voll spät. Ich bin schon seit
4 Stunden wach und frühstücke jetzt erst. Was frühstücke ich? Mein Pancake. Der ist so lecker. Aber ich habe den heute hart verkackt. Aber was soll ich machen? Der schmeckt trotzdem auch, wenn der verkackt ist. Bloß, dass er nicht mehr so gut aussieht. Ich will den euch eigentlich gar nicht zeigen. Aber damit zeige ich euch, dass nicht immer so ist, wie es auf den Insta-Fotos oder Facebook-Fotos oder auch in den Videos ausschaut. Es ist nicht immer so. Das ist real life. It was at this moment that he knew. He fucked up. Haha. Runtergefallen. 3 Sekunden Regel. Hier, guck mal. Voll verkackt. Ich musste den sogar abkratzen. Aber scheißegal, der schmeckt trotzdem. Auf jeden Fall lag es an der Pfanne. Und ja, HIT-Training habe ich schon hinter mir. Wenn ich kein HIT-Training morgens mache, mache ich Sit-Ups. Und heute steht noch ein Brustdrücken-Workout vor mir. Jetzt mache ich hier ein bisschen was am PC. Um ehrlich zu sein, ich stelle gerade die YouTube-Einstellungen hier ein. Ich habe gerade erst den Account gemacht. Also, das war wirklich spontan. Also, ich habe erstmal so überlegt, was soll ich machen, soll ich nicht machen. Und dann, statt ich mir den Kopf zu brechen, mache ich es einfach. Und dann kann ich sagen, ich habe es probiert, ich habe es versucht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Anstatt irgendwann zu bereuen, man hätte ich mal den YouTube-Channel gemacht oder so, wisst ihr. Mal gucken, was die Zukunft so mit sich bringt. Ich esse erstmal diesen Pancake und trinke einen leckeren Kaffee. Kaffee ist auch einer meiner Lieblingsdinge. Ja man, Kaffee ist geil. Okay, guten Appetit euch, wenn ihr gerade isst. Und yo, ich melde mich später nochmal. So, ich bin's wieder. Ich bin hier im Auto, habe mein Training absolviert. Was stand heute an? Heute stand Brust und Rücken auf dem Plan. Ja, man, war ein schönes Training, aber jetzt merke ich wirklich langsam, dass die Energie down geht. Und ja, check mir mal meine Form hier ab, um zu sehen, ob es einen Unterschied macht wegen dem Licht und so. Da, ich zeige euch mal. Los geht's, würde ich mal sagen. Flugzeuge, Autos. Ich habe mir den falschen Platz ausgesucht. Ich suche mir nächstes Mal einen besseren aus. Tut mir leid. Auf jeden Fall, das ist meine derzeitige Form. Wo man sieht auch, ich habe Cuts, schöne Cuts in der Brust. Das ist sehr gut, das freut mich selber. Und so zum Abschluss des ersten Videos und der ersten Folge dieser Serie möchte ich noch ein paar Worte an euch richten. Und zwar erstmal, tut mir leid wegen der Fokussierung am Anfang. Ich habe mir die Videos schon angeguckt und die Fokussierung, keine Ahnung, die Kamera hat ein bisschen rumgesponnen. Meine eigentliche Kamera ist kaputt, die Sony Alpha 5100. Auf jeden Fall nehme ich gerade mit der Kamera von Yasin, von Abdes kleinen Bruder auf. Danke dafür. Dann danke an Ivan, der mir das geile, bombastische Intro innerhalb von 5 Sekunden gemacht hat. Ruckzuck ging es schnell und das Intro stand schon. Das war auch einer der Gründe, warum ich direkt angefangen habe, sonst würdet ihr mich jetzt gar nicht sehen. Und ja, auf jeden Fall danke euch. Und so, was ihr in den nächsten Teilen sehen werdet, habe ich ja schon gesagt und erwähnt, halt die Ernährung, das Training, werde ich euch ein bisschen was berichten, so wie das alles abläuft, was ich mache. Und ich bin ja mehr oder weniger, sage ich mal, ein normaler Arbeitsmensch. Ich habe halt Vollzeitarbeit bei Siemens. Und da will ich euch auch zeigen, wie man das alles zeitlich unterkriegt. Wisst ihr? Und das Radio geht einfach im Auto an, alles klar. Jetzt weiß ich, dass auf der Autobahn Stau ist. Ja, nee, was habe ich jetzt gesagt? Mann, dieses scheiß Radio. Auf jeden Fall,
auf diesem Channel wird sehr vieles von mir kommen, sehr geile Dinge. Legendary Army wird auf jeden Fall auch weitergeführt, keine Frage. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, wenn ihr sehr viele sehen wollt, dann abonniert diesen Channel, gebt einen Daumen nach oben, ich wäre euch sehr dankbar. Ey, vergisst nicht, dankbar zu sein für alles, was ihr bekommt, für alles, was ihr erreicht, und seid dankbar zu euch, seid dankbar zu euren Mitmenschen und wirklich, seid wirklich dankbar, denn das ist, was der Menschheit fehlt. So, das waren meine letzten Worte. Wir sehen uns im nächsten Teil. Maximized.